Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kapernaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zehrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl? Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Heute hören wir, wie Jesus in der Synagoge einen Vortrag oder Predigt hielt. Die Schriftgelehrten waren alle eigentlich erstaunt über seine Auslegung, denn sowas hatten sie noch nie gehört, so sinnvoll, so erfüllt von Heiligen Geist. Aber es störte jemand, und zwar der Mann mit dem unreinen Geist. Er schrie, aber Jesus hat ihm verboten: Schweig. Und die Geister gehorchen. Aber sie sagen noch inzwischen: Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Sie wussten genau, wer Jesus war. Denn sie sagten: Du bist der Heilige Gottes. Und da waren eigentlich die Synagogenleute erstaunt, was dieser Mann hier schrie. Wo hat er das her? Ja, er hat es auch vom Heiligen Geist bekommen, die unreinen Geister. Aber Jesus verbietet es ihm, weiter zu reden. Ich habe mir gedacht, was ist heute? Heute hören wir auch immer wieder das Wort Gottes. Es sagen wohl die Leute in der Kirche oder reden nicht rein, so wie da der Mann. Aber sie sind auch vorhanden, die bösen Geister. Sie sind auch am Werk. Sie merken genau, wenn Gottes Wort verkündet wird, dass eigentlich sie nicht reden sollen, aber sie tun's. Ich habe mir gedacht, wie oft hören wir das Wort Gottes und sind so wie die Pharisäer. Wir hören's, aber wir befolgen's nicht. Muss ich da auch Jesus zu uns sagen und die bösen Geister, die unreinen Geister, was in uns stecken, vertreiben und sagen: Verschwindet. Wenn wir mit Gott sprechen wollen und sein Wort hören wollen, dass uns oft die unreinen Geister die eigenen Gedanken hindern,
Gott zu verstehen. Bitten wir immer wieder den Heiligen Geist, dass uns hilft, die unreinen Geister aus unserem Herzen zu vertreiben, dass wir eben das Wort Gottes mit Freuden annehmen können.